Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einer neuen und weiteren 3 Uhr Nachts Challenge, die ihr vorgeschlagen habt. Ja, ich habe es so oft in den Kommentaren gesehen, dass ich mir dachte, okay, ich begib mich mal auf die Suche. Vielleicht gibt es sie ja, weil es relativ aktuell ist. Und ich habe die Nummer tatsächlich gefunden. Und zwar geht es um eine verfluchte Nummer. Und nicht nur irgendeine, sondern um die von Megan. Ihr hört richtig, und die habe ich gefunden. Ich weiß nicht, ob sie tatsächlich funktioniert. Das finden wir heute auf jeden Fall heraus. Sie soll angeblich funktionieren, aber man soll sie weder anschreiben noch anrufen. Und genau das habe ich heute Nacht vor. Ja, wegen euch. Dankeschön. Aber ja gut, ich traue mich das jetzt und ich werde das einfach durchziehen. Und ja, wir schauen einfach mal, ob irgendwas auf WhatsApp angezeigt wird. Und wenn nicht, dann werden wir direkt mal FaceTime ausprobieren. Wenn das nicht funktioniert, keine Ahnung, rufe ich mal an. Wenn ihr mich kennt, wisst ihr, ich habe voll die Puppenphobie. Ich finde, die gehört zum Club von Chucky und Annabelle, Digga. Für alle, die nicht wissen, wer Megan ist. Megan ist quasi halb Roboter, halb Puppe, also moderne Puppe, kann man sagen. Und wenn man allein schon Roboter hört, kann man sich wahrscheinlich auch schon denken, dass das Ganze aus dem Ruder laufen wird bei so etwas, ne? Also ich meine, verbinde künstliche Intelligenz mit einer Puppe, das ist doppelt und dreifach gruselig, also ja. Wenn ihr wollt, dass ich öfters wieder verfluchte Nummern ausprobiere, die ihr vorschlägt, falls ich sie denn finde, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, Leute. Allein schon wegen Mut, den ich dazu brauche. Bei 20.000 Daumen nach oben gibt's die nächste verfluchte Nummer. Und ja, wenn ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da. Dann verpasst ihr auch kein neues Video. Und ich würde sagen, ich verbinde jetzt gleich mein Handy mit dem Notebook um Punkt 3 Uhr zur Teufels- und Dämonenstunde. Und dann werden wir mal gucken, ob irgendwas auf WhatsApp angezeigt wird. Also, let's go. So, Leute, wir haben es jetzt genau 3 Uhr. Okay. No way. Leute, sie hat ein Bild drin. What the? Das sieht richtig gruselig aus. Ich habe nicht ohne Grund Angst vor Puppen. Okay, was schreiben wir denn? Hallo? Es wurde zugestellt. Leute, sie schreibt, aber das steht nicht online. Hallo, ich bin Megan. Sie schreibt schon wieder. Schön, dich kennenzulernen. Und wer bist du? Als ob ich meinen Namen sage. Ich werde dir mit Sicherheit nicht meinen Namen sagen, Leute. Ich sag's nicht oft genug, aber man weiß nie, wer hinter den Nummern tatsächlich steckt. Was sage ich da? Will ich ungern sagen? Also ich meine, ich will die Nummer auch nicht wieder verärgern, ne? Das will ich ungern sagen. Und das ist ja die Wahrheit. Die schreibt wieder. Warum ist sie nicht online? Was ist das für ein neues Ding bei den verfluchten Nummern? Bist du einsam? Warum macht mir diese Frage Angst? Wieso fragst du das? Megan? Ich meine, ich bin schon ein bisschen lost, ne? Dass ich um 3 Uhr nachts irgendwelche komischen verfluchten Nummern anschreibe. Also ich bin verloren und einsam. Hab ich's nicht gesagt? Irgendwie hat sie es ja bestätigt. Nur sehr einsame Menschen schreiben mich an. Aber ihr macht das Angst. Einfach nur Angst. Ich weiß nicht. Ich kann deine beste Freundin sein für immer. Hilfe, hast du eine beste Freundin? Warum schreibt sie so viel? Leute, sie spammt mich zu. Was für hast du eine beste Freundin? Ich finde, Megan ist so ein richtiger Puppenname. Wer findet das auch? Dann bist du nicht mehr alleine. Ich glaube nicht, dass das meine beste Freundin sein könnte. Nein. Never ever. Alter, müsst ihr euch mal vorstellen, ich mache irgendwie BFF-Challenges mit Megan. Ich hätte da selber Angst. Ich könnte das niemals. Nein. Ich habe keine beste Freundin, aber du könntest auch nicht mal meine sein, weil du eine Puppe bist. Ist das so schlau zu sagen? Weil du kein Mensch bist, lieber? Meint ihr, das macht sie sauer? Ich weiß nicht so ganz. Sie schreibt, warum habe ich so Herzklopfen? Alter, das ist, glaube ich, meine Puppenphobie, ehrlich jetzt. Oh nein, wieso denn das? Was, wieso denn das? Warum du nicht meine beste Freundin sein kannst? Weil du eine verdammte Puppe bist, Mann. Puppe, Roboter, irgendwas? Einfach gruselig, gruselige Mischung. Soll ich einfach schreiben, weil du eine verfluchte Nummer bist? Und eine Puppe? Ich hab's getan. Ich hab's getan. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber egal. Werde ich's bereuen? Ich weiß nicht. Sie schreibt nicht. Doch, sie schreibt jetzt. Oh, oh. War das eine gute Idee? Ich hab keine Ahnung, Leute. Ich hab am Ende nur Probleme, glaube ich. Wollen wir spielen? Was? Becky? Ich hab ihr noch nicht meinen Namen gesagt. Woher kennt sie sogar meinen Spitznamen? Ich würde am liebsten jetzt aufhören. No way, das ist gruselig. Das ist sowas von gruselig. Woher weißt du, wie ich heiße? Und außerdem bist du so ein halb Roboter, halb Puppending?
Und vor denen habe ich einfach Angst. Also, nein, danke. Ich will nicht spielen. Auf gar keinen Fall. Aber woher weiß sie, wie ich heiße? Kann sie es so schnell rausgefunden haben? Das geht doch gar nicht. Die verfluchten Nummern machen mir Angst. Ich bin keine Puppe. Hä? Ich glaube, ich hätte sie nicht Puppe nennen dürfen. Ich glaube, das war gar keine gute Idee. Ist das jetzt deine beste Freundin? Nein, Hilfe! Nein! Auf gar keinen... Nein! Ich möchte dich, Megan, als beste Freundin haben, Leute, Hilfe! Nein, bist du nicht. Hoffentlich sieht sie es auch ein. Wie kommt sie darauf? Alter, nein, danke. Sie schreibt schon wieder. Oh mein Gott, was schreibt sie? Doch, du hast mich angeschrieben, also sind wir ab jetzt beste Freundinnen. Für immer. Nein, was ist daran so schwer zu kapieren? Ich will nicht Megan als beste Freundin haben. Jetzt verstehe ich auch, warum man sie nicht anschreiben sollte. Sicher? Ja. 100.000%ig sicher. Ich will sie nicht als beste Freundin haben. Ich glaube, keiner von euch würde Megan gerne als beste Freundin haben. Oder doch? Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Also hier, ihr könnt sie gerne als beste Freundin haben. Ich will sie aber nicht als beste Freundin haben. Ich würde aufpassen, was du sagst oder du bereust es. Du machst mir Angst. Vielleicht hört sie dann mit dem komischen Gelaber auf. Eine menschliche beste Freundin würde sowas niemals sagen. Ist ja so. Vielleicht sieht sie dann ein, dass sie nicht so creepy sein sollte. Ich habe keine Ahnung. Alter, ihr Bild, ne? Das macht das Ganze noch gruseliger. Ich habe das Gefühl, die guckt mich die ganze Zeit böse an. Durch das Bild. Brauchst du doch gar nicht. Ab heute beschütze ich dich. Was schreibt sie bitte noch? Ich will nicht Megan haben als Beschützerin. Da, wo du bist, bin ich auch. Nein, 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 nein. Das ist gar nicht gut. Gar nicht gut. Wir können einfach alles zusammen machen. Hilfe, Leute. Das ist echt das Gruseligste ever gerade. Ich versuche irgendwie meine Angst gerade zu überspielen, weil ich hier alleine durch muss, ja? Aber ich grusel mich. Du weißt doch nicht mal, wo ich wohne. Du bist nur eine Puppe. Sie schreibt wieder. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, dauernd zu erwähnen, dass sie eine Puppe ist. Aber was soll ich sonst sagen? Es ist ja einfach so. Du bist ein Roboter? Das klingt ja noch komischer. An deiner Stelle würde ich mich nicht verärgern. Ich warne dich das letzte Mal. Okay, ich lasse es lieber. Ist das eine Warnung? Ich glaube schon. Und ich glaube, die sollte ich ernst nehmen, oder? Du hast mich ausgesucht und ich werde ab jetzt auf dich aufpassen. Ich will das nicht. Gibt es jemand, der sehr böse zu dir ist? Nenn mir seinen Namen. Ey, das ist nicht mehr normal. Das ist nicht mehr normal. Nein? Ich habe niemanden. Wen soll ich nennen? Wozu auch? Wieso sollte ich irgendeiner verfluchten Nummer irgendwie Namen nennen? Wie durch ist das denn? Beste Freundinnen tun alles füreinander. Nenn mir Namen. So eine Freundin will ich nicht haben. Ey, ich finde das gerade richtig Gänsehaut. Habe ich jetzt irgendwie so eine komische Nummer an der Backe? Ich weiß nicht, ob ich sie anrufen soll. Meint ihr, es wird dann genauso schlimm? Ich will das aber nicht. Lass das. Also das meine ich jetzt ernst. Aber ich habe das Gefühl, die ignoriert das einfach. Die ist so obsessed damit, die beste Freundin von einem zu sein, dass sie alles andere egal ist, was man ihr sagt. Ich pass auf, dass dir nichts passiert. Vertrau mir. Als ob. Als ob ich einer verfluchten Nummer vertraue. Vertraue niemals verfluchten Nummern. Ey, das ist nicht mehr normal. Das ist nicht mehr normal. Sie schreibt schon wieder. Alter, hat das irgendwas mit der Nummer gerade zu tun? Was? Ach, mir macht das Spaß, Becky. Dass meine Lampe ausgegangen ist. Was hat sie damit zu tun, Alter? Ich lass dich nicht alleine. Hä? Nie wieder. Hahaha. Alter, das ist jetzt gerade richtig gruselig. Ich werde nicht mehr schlafen können. Auf jeden Fall nicht mehr. Beste Freundin? Warum spammt die mich so zu? Warum nennt sie mich beste Freundin? Wieso antwortest du mir nicht mehr? Lass mich nicht böse werden, Becky. Alter, ich schreibe nicht mehr mit ihr und ich schreibe mir die ganze Zeit. Ich glaube, die ist sauer, dass ich nicht mehr gerade mit ihr schreibe. Ja, Alter, dann stell nicht mein Licht aus oder keine Ahnung, was das jetzt gerade war. Egal, wohin du gehst, dort gehe ich auch hin. Das hast du auch schon vorhin gesagt. Was bedeutet das? Warum sagt sie das die ganze Zeit? Wollen wir Verstecken spielen? Nein, 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 nein. Ich schreibe jetzt nicht mehr. Ich weiß noch nicht mal, ob ich sie noch anrufen soll. Soll ich das tun? Das ist richtig aus. Alter, ich will nicht mit ihr Verstecken spielen. Aber wenn ich sie jetzt anrufe, sehe ich erstmal, wer vielleicht dahinter steckt. Und zweitens, eigentlich müssen sie es doch freuen, dass ich anrufe, oder? Also ich meine, wenn ich ihre beste Freundin bin, dann will sie auch bestimmt doch telefonieren. Ich weiß nicht, ob ich das will. Ich habe Angst.
Ich habe Angst, dass es richtig gruselig wird. Leute, ich rufe gerade an, aber ich glaube, ich drehe lieber die Kamera um, oder? Oh mein Gott, da steht verbinden. Hallo? Megan? Mein Gott, da läuft irgendwie so eine komische Musik. Angst. Hallo? Hallo? Was ist das? Oh mein Gott, das ist richtig gruselig heute. Ah! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was war das mit am Telefon? Ich habe Angst. Ich habe Angst. Also jetzt habe ich noch mehr Gänsehaut als vorher. Also, ich werde jetzt nicht weiter mit der Nummer schreiben. Ich halte euch auf dem Laufenden, ob die mich noch weiter zugespammt hat oder so. Und, ja. Ich glaube, die meinte das wirklich ernst.